Viel Spaß hatten die kleinen Gäste beim Faschingsgschnass in Gundramsdorf. Die große Sporthalle war der ideale Platz für dieses gelungene Fest. Viele, viele Kinder heute zu Gast hier beim Faschingsgschnass. Wie hält man die alle im Zaum? Ach, mit ganz viel Musik und viel Tanz und viel Spaß kriegen wir die Kinder schon zusammen. Viele kleine Gäste erwartet ihr denn heute? Also so durchschnittlich von den Kleinen werden es um die 100 Kinder sein, das schätzen wir schon. Von den Erwachsenen wahrscheinlich auch dementsprechend so viel. Also wir sind vorbereitet für 200-300 Gäste auf jeden Fall. Ja, es ist eine sehr traditionelle Veranstaltung. Wir veranstalten immer am Tag nach dem SPÖ-Ball nutzen wir diese schöne Location hier in der Sporthalle, die sehr schön dekoriert wurde für das Kindergschnass. Und wie man sieht, kommen immer einige 100 Kinder mit ihren Eltern, um es auch zu besuchen. In the neighborhood, who you gonna go? Geisterjäger. Hat es ein Motto gegeben, was die Kostüme betrifft? Nein, eigentlich nicht bei den Kindern. Was sieht man denn so an Kostümen? Wo sind denn die Highlights? Ja, ganz unterschiedlich. Also bei den Mädchen eher mehr Prinzessin, bei den Burschen mehr so Ritter und Spider-Man haben wir schon ganz viele gesehen vorher. Ja. Was verspricht man sich selbst von so einem Gschnass? Also wir freuen sich immer, wenn viele Kinder hier zu uns kommen. Das ist auch heuer wieder der Fall. Bürgermeister Karl Schuster, der ja neu gewählt wurde, hat uns Krapfen gesponsert. Für alle Kinder gibt es heute einen gratis Krapfen. Und ich als frisch gebackener Papa sozusagen mit einem 11 Monat Jahre alten Kind, meine Tochter kommt auch heute her und da freuen wir sich natürlich ganz besonders. Darum ist für mich heute so ein bisschen eine Premiere. Der Elternverein hat sich besonders viel Mühe gegeben. Wie umfangreich waren denn die Vorbereitungen? Naja, wir sind seit 9 Uhr in der Früh da, wobei vieles schon da geblieben ist vom Ball davor. Aber es sind trotzdem noch einige Sachen zu tun mit Dekoration, mit Herrichten, mit den ganzen Getränken und Kuchen und so weiter herzuschaffen, Semmel zu dekorieren. Also es bleibt schon ein bisschen Arbeit, aber es macht voll Spaß. Habt ihr jetzt nur Gäste aus Gundramsdorf oder kommen sie vielleicht auch aus der Umgebung? Also die meisten sind natürlich aus unserem Ort Gundramsdorf, aber es gibt natürlich auch aus dem Bezirk Leute, die hier anreisen, weil wir einfach ein sehr schönes, großes Kindergschnass immer veranstalten.